jetzt hier auch was Schönes. So. So, bringen wir die ganzen Leute hier schön hoch. So. Dann ist Ruhe. Nicht, dass mich hier was umbringen kann, weil es hier zu Boden fällt. Hier haben wir noch drei Fässer. In der Miliz ist noch nichts drin. Wie könnte es denn anders sein? So. So, die haben wir auch getötet. Was? Benutze den Wegpunkt der alten Ruinen. Spreche mit dem Hauptmann, ja. Aber erst mache ich die unten auch noch platt. Erfahrungspunkte bringt's ever. So, da noch ein bisschen. Was läuft denn hier rum? Ich sehe da was. Ich habe da gerade einen Kreis gesehen, wieso auch immer. Ach, hier sind noch Fässer. Und natürlich. Oh, Schuhe. Schuhe sind immer was Feines. So, Bogen, den ich nicht hernehmen kann. Rüstung. 6 habe ich angelegt. Und neue Schuhe. So. Schild haben wir auch noch. So. Da ist auch nichts drin. Und hier geht es nicht weiter. So. Dann gehen wir den Wegpunkt hier. So, dann gehen wir hier neu Tristam. Und schon sind wir hier angekommen. Dann reden Danke wir mit dem Hauptmann. Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. So, Quest beendet. Erhaltene Erfahrungspunkte 125. Erhaltenes Gold 350. So, so kann es weitergehen. Wie viel brauchen wir denn zum Levelaufstieg? 4500. So. Achso, mit Lea muss ich quatschen. Da ist sie, ja. Kommt. Lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. So, dann kämpfen wir uns natürlich dahin. Achso, wo muss ich denn hin? Das Vermögen der... Achso, hier kann ich zumachen. Ach, nehmen wir halt das Ding. Geht schneller. So. Juhu, schon so. Lasst mich das Tor öffnen. Ah, cool, jetzt können wir hier auch weiter. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Was ist mit eurem Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. So, jetzt haben wir eine Weggefährtin fürs Erste. Ziemlich früh eigentlich schon. Und jetzt kloppen wir uns hier munter hier durch. Vielleicht finden wir ja ihren Onkel. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Eure Mutter hatte ihre Geheimnisse. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. So, immer drauf hier. Nicht genug Wut. Ja, brüll nicht rum hier, nur weil du keine... Aber jetzt hast du genug hier. So, eine Truhe. Nehmen wir alles schön mit. So, dann haben wir hier noch ein paar Fässer. Die machen wir auch noch platt. Nö. So, kurz noch ins Inventar geguckt. Hey, eine bessere Brustpanzer. Besseren Handschuh. Den schlechteren. Scheiße, ich bin ja so blöde. So, Rüstung 4, Rüstung 6. Was habe ich denn jetzt hier? Ausgerüstet. Ah, mit Rechtsklick kann man hier gleich ausrüsten. Ist ja auch toll. So. Dann reden wir mal wieder mit der guten Lea. Vielleicht hat sie uns ja wieder was Schönes zu sagen. So, komm, lauf raus hier. So. Hier ist der Schlüssel.
Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. So, wir holen natürlich ihren Onkel. Das müssen wir aber hier erstmal groß rummetzeln. So, in dem ist nichts los. Ah, das Gekloppe macht ja direkt Spaß hier. So. Ja, echt Suchtpotenzial des Spiels. So. Mach ich aber auch noch alles platt und guck mal, vielleicht ist was Schönes versteckt. So, eher nicht. Ich klick mir hier schon wieder einen Wolf. So. Hier ist noch eine schöne Ecke. Noch eine arme Seele. Ja, leider. So. Ah, hallo. Wie geht's denn euch? Wohl nicht mehr so gut, hä? Oh. Da baumeln zwei muntere Gesellen vom Baum. Die hängen einfach mal so ab. Eine Handaxt. So. Vielleicht ein Stückchen besser. Gucken wir gleich mal nach. Nee, 3,2. Die Kathedrale von Tristram. Der gefallene Stern liegt im Inneren. Ja, schön, aber ich gucke mich erstmal um. Vielleicht sehe ich noch was Interessantes. Ein Baumstumpf hier. Der komischerweise Gold enthält. Ist aber auch lustig, so kriegt man auch Geld. So, hier noch ein Baumstumpf. Zack. Oh. So. Rüstung 4. Dann leg mal an, Junge. Das dürfte schon mal besser funktionieren hier. Dann haben wir schon mal gut Rüstung. So, meine Wut fällt mal wieder, also darf ich mich beeilen. Oh, Untote. Unmengen an Untoten. So. Hoppala, was war denn das jetzt? Hä? Okay. Jetzt bin ich komischerweise im Untergrund, obwohl ich da sich erstmal dem jungen Fett aufs Maul hauen wollte. Hier ist der Stern zu Boden gefallen. Schön. So, immer drauf hier. So. Die Jungs haben eh keine Chance. Haben wir eh schon wieder kurz vor dem nächsten Levelaufstieg. So. Neues Wissen. So. Eine üble Seuche hat das Land ergriffen. Und die Aasfledermäuse haben etwas damit zu tun. Seit ich nach Tristram zurückgekehrt bin, hat sich ihre Anzahl stetig vergrößert. Die bösen Mächte, die hier lauern, verleihen ihnen Stärke. Und ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. So. Wir haben jetzt in der Zeit, wo die Ding war, hier er gelabert hat, eine neue Fähigkeit gekriegt. Was machen die überhaupt? Stampft auf den Boden und betäubt alle Gegner in der Nähe. Aha. Ich brauche mehr Zeit. Schön für dich. So. Gegner, da wo Gegner rauskommen, ist ja auch lustig. So. Dann suchen wir hier mal alles ab. So. Schmuckes Level-Design, muss man schon sagen. Eigentlich sehr interessant. So. Immer drauf hier. Lauter Fledermäuse. Elektro-Fledermäuse. Ach, wie schön. So. Nehmen wir das Gold mit. Hier geht's nicht weiter. Wir sind auch keine Fässer oder sowas. Mal wieder hoch.
Einer hat Geld bei sich, der andere nicht. So, nichts für mich dabei. Liegt hier noch einer? Ach, beim Zurücklaufen werde ich schon vorbeikommen hier. So, Türe auf. Und weiter geht's. So, hier schon wieder ein paar Elektrofledermäuse. Na, kriegen wir es noch hin? Ruckel, ruckel, ruckel. Na? Oh Mann! Hört jetzt endlich mal das Ruckeln auf? Hallo? Na endlich! So! Voll der Frame-Einbruch über mehrere Sekunden. Das hat mir natürlich mit meiner Gesundheit nicht so gut getan. So, ich komme mal von hinten. Ich wurde geheilt. Ja, das ist gut. So. Ah, das wäre auch gegangen. So. Ploppen hier schon wieder Gegner raus. Ich habe Schuhe bekommen. Mal gleich gucken. Nö. Sind nicht unbedingt besser. Eigentlich nicht. Sind genau gleich. So, hier geht's weiter. Besser, die nehmen wir gleich mal mit. Auf das Geld, Gold ist natürlich geschissen. So, hier ist noch ein Dorfbewohner. Und ab in das leuchtende Tor. Mal gucken, was sich da befindet. Oh. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Der Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen. So, jetzt müssen wir den guten Mann wohl mal retten. So. Ich werde euch beschützen. Verschwindet, ihr Monster. So, immer drauf hier. Schickt mir noch ein paar Leute. Das macht Spaß, das macht Freude. Ich hau den Lukas. Falsche Taste erwischt. Noch ein bisschen cool. So, und hin ist er. Hat auch einiges fallen lassen. Elfenhandschuh. Blauer Gegenstand. Auch schon mal nicht schlecht. So. Aber leider nur Level 5 Rüstung. Und ein Dolch. Den rüsten wir gleich mal aus. Jetzt sind wir mit Dolch unterwegs. Ist ja auch schön. Mal was anderes. So. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Weil es unsere Pflicht ist. Ich bedarf eures Wissens, Deckard Kane. Leah wird froh sein, dass ihr am Leben seid. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Leah wohlauf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. So, ich glaube, ich gehe da noch nicht durch. Mal hier rumgucken. Vielleicht finde ich noch was Schönes. Das hier. So. Ein paar Urnen. So, da noch drauf. So, da ist jetzt mal Schluss. Dann folgen wir den netten Herrn, nicht dass er uns krepiert auf der anderen Seite. So. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Noch nicht. Kannst du mal voll abessen. Jetzt bin ich hier mal. Dann will ich hier auch noch rumgucken. So ist ja nicht. Nicht, dass mir hier irgendwas durch die Lappen geht, wie zum Beispiel diese Truhe.